Das ist etwas, was wir im Moment leider bemerken. Wir erfahren gerade in der Ressorthotellerie, die sehr, sehr stark von den Saisonverlauf abhängig sind, dass man, ja, wie kann ich Betten füllen in der Nachsaison? Und man braucht jetzt nur die Angebote aufmachen, es purzeln dann wieder Dumpingangebote, Niedrigpreisangebote von tollen Häusern quer über den Alpenbogen heraus und man kriegt ein 4-Sterne-Produkt zum eigentlich einen Preis, wo man sonst in der Hochsaison vielleicht ein 2- oder 3-Sterne-Hotel bekommt. Um Betten zu füllen, wird die Schere auf der Preisseite größer gemacht. Denn das Entscheidende für eine Buchung ist ja nicht die Höhe des Preises oder die Höhe der Leistung, sondern der Abstand zwischen wahrgenommenem Preis und wahrgenommener Leistung ist die Buchungsentscheidung. Und manche glauben halt ihr Heil darin zu finden, dass sie den Abstand, der vielleicht aus der Sicht des Gastes immer kleiner geworden ist, durch die Preis nach unten wieder größer zu machen. Aber das ist fatal. Das ist einfach fatal, weil Preisnachlässe, einmal Preisnachlass bedeutet, dass es ganz, ganz massiv auch auf die Betriebsergebnisse durchgreift. Und einmal die Preise unten, man bringt sie so unheimlich schwer wieder nach oben. Es ist mühsam, einen sich über viele Jahre, viele Saisonen erwirtschafteten Preis dann wieder noch dorthin zu bringen, wo ihn eigentlich haben müsste, aufgrund meiner Investitionen, die im Hintergrund stehen. Produkthaus. Ich muss schauen, passt die Leistung? Passt die Leistung in dem Verhältnis? Kann ich nicht die Leistung heben, um diesen Abstand zwischen wahrgenommenem Preis und wahrgenommener Leistung zu erhöhen und damit die Buchungsentscheidung, die Leistung herauszuholen? Ist ja vielfach oft nicht bekannt, was ein Hotel leistet. Die Leistung in den Vordergrund zu bringen, und sich, und das ist jetzt ganz entscheidend, das Programm auch auf die jeweilige Zielgruppe oder die Motive einzustellen. Wenn sich Motive und Zielgruppen ändern, muss ich auch mein Programm ändern. Und wenn das natürlich im August so schleichend beginnt, sich in Richtung Wanderer zu ändern, muss ich auch mein Programm ändern. Da haben manche Hotels das ganz bewusst sich zum Programm gemacht und gesagt, wir haben den Familiensommer und ab dem Anfang September beginnen wir mit dem Wander- oder Wellnessherbst. Ganz bewusst. Der Schalter wird umgelegt, da wird geswitcht, das Programm wird verändert, das Angebot wird verändert. Wenn Mitbewerber nur auf den Preis schauen, nicht mitmachen, sondern auf den Nutzen, auf die Leistung schauen. Vielleicht auch reagieren. Viele Verkaufsmitarbeiter aus Hotels und Hoteliers sagen uns, und das ist keine Neuigkeit, das ist nichts Neues, dass die Gäste immer kurzfristiger werden, dass die Aufenthaltsdauer werden kürzer, die Buchungsverhalten werden kürzer und sie werden vor allem wetterfühliger. Mit den Apps, die man heutzutage, wo man das Wetter für 5 Tage relativ sicher anschauen kann, entscheidet man halt, fahre ich in Destination A oder fahre ich in die Destination B. Weil man halt auch sagt, wenn wir sehr outdoor-lastig sind, ist man halt auch wetterfühlig. Jetzt drehen wir den Spieß einmal um, könnte man das Hotel nicht auch nutzen, die Kurzfristigkeit, dass ich halt dann im kurzfristigen Marketing auch rausgehe. Hey, es wird ein sensationell traumhafter Herbsttag bei uns. Die Sonne scheint, wir kriegen über 20 Grad zusammen. Boxer, Partner, Familien, wen auch immer ein und kommt auf ein Wochenende zu uns. Und nicht dann mit Wochenpaketen raus, wenn wir wissen, die haben da nicht die Zeit, die haben da nicht die Ferien, sondern dann bewusst nur auch mit dem Wochenende. Wenn sich der Gast nur nach dem richten kann, muss auch mein Programm und mein Angebot danach gerichtet sein. Es hat sich der Gast geändert, er fährt öfters weg im Winter im Urlaub und hat dasselbe Urlaubsbudget wie noch vor 20 Jahren. Drei-Sterne-Betriebe ist richtig, Drei-Sterne-Betriebe kommen massiv unter Druck. Man sieht es auch an den Zahlen, Betriebe jetzt im unteren Segment, ich sage jetzt sogar noch darunter, 2- und 1-Sterne-Betriebe verlieren weiter, qualitativ höherwertige Betriebe legen auch zu. Jetzt. Drei-Sterne-Betrieben, die können nicht mit der Hardware nachziehen, die können nicht die Hardware bieten, die ein 4-Sterne-Hotel, das auf den Winter konzentriert ist, dann im Sommer zum 3-Sterne-Preis auf den Markt wirft. Da kann ein 3-Sterne-Betrieb nur punkten mit Individualität und einer hohen Stammgastquote. Dass ich mir über meine Individualität, hohe emotionale Erlebnisse, hohe Gästebindung mit der Unternehmerfamilie, ich weiß, es ist jetzt
hart gesagt, aber die Unternehmerfamilie ist hier gefordert. Und nur mit dem habe ich eine Chance, dann noch mit der Emotion Kunden an mein Haus zu bieten, wenn ich ihnen diese Exklusivität, diese ja, persönliche Note bieten kann. Oder ist es oft besser, kleiner zu bleiben, klein und fein? Ich glaube, das ist so eine Botschaft an die 3-Sterne-Hotels auf der einen Seite und für die größeren 3-Sterne-Hotels sich